Der Vatikan hat gerade ein Dokument herausgegeben, in dem er die Kirche davor warnt, sich von angeblichen Erscheinungen spiritueller Wesenheiten und anderen übernatürlichen Phänomenen, die auftreten könnten, täuschen zu lassen. Von nun an können die Menschen beginnen, göttliche oder satanische Wesen zu sehen, was leider den Glauben vieler beeinflussen kann. Zufällig oder nicht, Zeitungen berichteten kürzlich über ein Syndrom, das sich auf der ganzen Welt ausbreitet und dazu führt, dass Menschen dämonische Gestalten in den Gesichtern anderer Menschen sehen. Bleibt die Frage, hängt das mit der jüngsten Ankündigung des Vatikans zusammen? Im heutigen Video werde ich diese Fragen im Lichte des Wortes Gottes beantworten, damit Sie verstehen, warum die Welt so anders ist und ob dies mit den Prophezeiungen der Endzeit und der Wiederkunft Jesu zusammenhängt. Die berühmte Nachrichtenwebsite Fox News veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel »Der Vatikan bereitet Richtlinien für Erscheinungen und andere übernatürliche Phänomene vor«, der überall Auswirkungen hatte und viele Menschen erschreckte. Die katholische Kirche versteht unter Erscheinung eine Art Vision oder Kommunikation mit göttlichen Wesen wie Heiligen, Engeln oder Jesus Christus selbst. In dem Dokument, das auf einer live übertragenen Pressekonferenz vorgestellt wurde, gab der Vatikan mehrere Empfehlungen zur Bestimmung des Ursprungs bestimmter Erscheinungen oder übernatürlicher Phänomene ab und forderte äußerste Vorsicht, damit diese Berichte den Glauben der Menschen nicht verfälschen. Das letzte Mal, dass der Vatikan ähnliche Richtlinien herausgab, war 1978 unter Papst Paul VI., als er die neuen Regeln mit dem wachsenden Einfluss der Massenmedien begründete. Aber ist das alles? Laut einer Gruppe religiöser Menschen, die das Verhalten der wichtigsten Religionen der Welt untersuchen, verfügt der Vatikan über Informationen, dass angeblich bald übernatürliche Ereignisse eintreten werden, beispielsweise die Entstehung von Wesen, die behaupten, aus der spirituellen Welt oder anderen Planeten zu stammen. Daher hätte der Vatikan seine Regeln darüber geändert, was eine Erscheinung tatsächlich ist. Aber warum erst jetzt? Werden diese Bilder vor den Menschen unserer Generation auftauchen? Wenn wir es analysieren, war 2024 kein gewöhnliches Jahr mit mehreren seltsamen Ereignissen auf der ganzen Welt. Zuerst erlebten wir die Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten, die durch 7 Städte namens Ninive ging. Wir sahen auch, wie die NASA die größten Sonnenstürme in der Geschichte der Menschheit aufzeichnete. Der Meteoriteneinschlag hat absurd zugenommen und der Klimawandel wird sich nur verschlimmern. Ganz zu schweigen von den Konflikten zwischen Russen und Ukrainern und den Angriffen terroristischer Gruppen auf Israel, die weltweit weiterhin für Spannungen sorgen. Darüber hinaus finden in diesem Jahr die Wahlen in Nordamerika statt, bei denen Donald Trump erneut zum Präsidenten der mächtigsten Nation der Erde gewählt werden könnte. Mit anderen Worten, den Wissenschaftlern zufolge, leben wir in einer Zeit großer Spannungen und das Erscheinen himmlischer Wesen, anderer Planeten oder Entitäten, die irgendeine Art von Reaktion oder Trost bringen, könnte durchaus Vertrauen und sogar Glauben und Loyalität der Menschen gewinnen. Schließlich sind sie sehr zerbrechlich und verletzlich. Diesen Leuten zufolge weiß der Vatikan, dass diese Erscheinungen durch Technologien namens Project Blue Beam hervorgerufen werden können, die in der Lage wären, am Himmel Signale wie Hologramme und virtuelle Realität zu erzeugen, um ganze Bevölkerungen zu beeindrucken und zu täuschen. Haben Sie schon von diesem Projekt gehört? Denken Sie an die große Zahl von Menschen, die berichten, dass sie jeden Tag Lichter, fliegende Objekte, spirituelle Wesen und andere seltsame Dinge am Himmel sehen. Wir Christen wissen, dass wir von Engeln Gottes umgeben sind, aber auch von gefallenen Engeln. Bei diesen Erscheinungen könnte es sich durchaus um Dämonen handeln, also um gefallene Engel, die gegen Gott rebellierten. Viele Menschen glauben jedoch, dass diese Zeichen am Himmel durch diese Technologie entstanden sind. So seltsam es auch erscheinen mag, es gibt diejenigen, die sagen, dass es sie bereits gibt und dass es sich nicht nur um eine Verschwörungstheorie handelt. Nur damit Sie es wissen. Project Blue Beam wurde 1994 von einem kanadischen Journalisten namens Serge Monast ins Leben gerufen.
Er hat sogar ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Monast und sein Kollege führten Umfragen durch, die zeigten, dass der Plan zur Implementierung dieser Technologie, mit der Bilder am Himmel erzeugt werden können, bereits 1983 geboren worden wäre, aber letztendlich nicht umgesetzt wurde und auf 1995 oder 1996 verschoben wurde. Das Einzige, was diese Journalisten hatten, die Gewissheit, dass diese Technologie bereits im Jahr 2000 einsatzbereit sein würde. Zufällig oder nicht, sowohl Serge Monast als auch sein Kollege starben 1996, 2 Jahre nachdem sie Informationen über das Projekt Blue Beam preisgegeben hatten. Beide starben an Herzproblemen, was die Hypothese aufkommen ließ, dass sie absichtlich eliminiert wurden, um diese Entdeckung zu machen. Aber was wollten die Macher dieses Projekts so sehr verbergen, dass sie diesen beiden Menschen das Leben nahmen? Diejenigen, die an diese Theorie glauben, behaupten, dass derjenige, der hinter dem Projekt Blue Beam steckt, eine neue Weltordnung mit dem Antichristen an der Spitze umsetzen will und fortschrittliche Projektionstechnologien nutzt, um sogar das zweite Kommen Christi oder die Ankunft von Außerirdischen zu simulieren. Die Idee ist, dass die Weltmächte durch diese falschen kosmischen Ereignisse die Kontrolle über die Menschheit unter einer einzigen Regierung und Religion festigen würden. Sie würden künstliche Erdbeben erzeugen, die archäologische Beweise dafür enthüllen würden, dass religiöse Überzeugungen falsch sind und die Menschen glauben machen würden, dass ihre Überzeugungen falsch seien. Sie würden Hologramme in den Himmel projizieren, die religiöse Bilder zeigen, die für verschiedene Bevölkerungsgruppen relevant sind, und eine angebliche Stimme Gottes würde in allen Sprachen sprechen und das Werk des Antichristen manifestieren, der argumentieren würde, dass traditionelle Religionen die Ursache von Weltkonflikten seien und dies fördern würde Bildung einer neuen Weltordnung und einer einheitlichen Religion. Diejenigen, die sich dieser neuen Ordnung widersetzten, würden verfolgt und getötet. In völliger Übereinstimmung mit den Prophezeiungen der Offenbarung würde der Schwerpunkt der dritten Phase auf der Kontrolle des menschlichen Geistes liegen. Die Satelliten der Organisation könnten Magnetfelder erzeugen, um die Gedanken und Handlungen der Menschen zu kontrollieren und sie so dem neuen System unterzuordnen. Letztendlich würde eine vorgetäuschte außerirdische Invasion simuliert, die dazu führen würde, dass die Armeen der Welt ihre Atomarsenale gegen diese Bedrohung einsetzen und dabei entwaffnet werden. Ziel wäre es, die Notwendigkeit einer neuen Weltordnung zu bekräftigen und die Menschen glauben zu machen, dass nur der oberste Führer, der Antichrist, sie vor dieser Invasion retten könnte. Aber wüsste der Vatikan, dass es eine Gruppe gibt, die mit Hilfe von Technologie Bilder produzieren und Menschen glauben machen will, dass ihnen eine falsche Rückkehr Jesu oder eine falsche Invasion von Außerirdischen bevorsteht? Ehrlich gesagt, deutet alles auf Ja hin. Und dieses neue Dokument, das diesen Monat veröffentlicht wurde, könnte ein klarer Beweis dafür sein. Der Vatikan verfügt über eines der größten Geheimdienstsysteme der Welt. Möglicherweise haben Sie bereits von der CIA, dem FBI und dem ehemaligen KGB gehört, die große globale Geheimdienstzentren sind. Aber wussten Sie, dass die Gesellschaft Jesu, ein 1524 gegründeter Orden, Hunderte von Wissenschaftlern und anderen Arten äußerst qualifizierter Agenten hat? Die Gesellschaft Jesu wurde mit dem Ziel gegründet, die protestantische Bewegung zu bekämpfen. Ihr Motto lautete „Zur größeren Ehre Gottes“ und sie predigte ihre Lehre Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt. Bis zum heutigen Tag führen sie diese Missionsarbeit fort, aber das Geheimdienstzentrum des Vatikans arbeitet in diesem Gremium. Ihr Gründer war ein Mann namens Inigo López de Loyola, der später als Ignatius von Loyola bekannt wurde. Gelehrten zufolge gehörte er zu einer Gruppe, die als Aufgeklärte bekannt war und deren Hintergrund sich auf Intelligenz konzentrierte. Konnte er irgendeine Beziehung zu den Illuminatis haben? Wir können es nicht sagen, aber das ist alles sehr seltsam. Hinterlassen Sie hier in den Kommentaren Ihre Meinung zum Einsatz von Technologie zur Schaffung vermeintlich spiritueller Bilder, sowohl engelhafter als auch böser Natur. Ich glaube, dass das passieren kann, besonders heutzutage. Im Buch Daniel, Kapitel 4,
gibt es eine Prophezeiung über die Endzeit, die besagt, dass das Wissen auf der Erde kurz vor der Ankunft des Antichristen stark zunehmen würde. Das Blue Beam Project könnte tatsächlich mit dieser Vision der Endzeit verbunden sein. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich über eine seltene Erkrankung sprechen, die bei immer mehr Menschen auf der ganzen Welt auftritt. Dadurch sieht der Betroffene die Gesichter anderer Menschen so verzerrt und unwirklich, dass er das Gefühl hat, vor einer dämonischen Gestalt zu stehen. Und das Faszinierendste von allem ist, dass Gegenstände und andere Körperteile keinerlei Veränderungen erfahren. Victor Schaha, ein 59-jähriger Amerikaner, leidet unter dieser Krankheit und sagt, er habe das Gefühl, innerlich zu sterben. Er berichtet, dass jedes Gesicht, das er sieht, böse, verzerrt und wahnsinnig aussieht, als käme es direkt aus einem Horrorfilm. Andere Menschen, die von diesem Problem betroffen sind, sagen, dass sie Gesichter sehen, die sich in Drachen verwandeln, Fischköpfe oder Ohren, die aus den Köpfen der Menschen herausragen. Einige berichten auch, dass sie verkürzte Arme an ihrem Gesicht befestigt haben, Augen, die aus dem Schädel herausragen und sich vor ihnen drehen, oder dritte Augen in der Mitte der Stirn der Menschen. Es gibt diejenigen, die glauben, dass diese Menschen, ohne es zu merken, eine Technik entwickeln, um getarnte Reptilien unter uns zu identifizieren, und dass große Gruppen und Geheimdienstzentren, wie der Vatikan und sogar die Illuminaten, diese Menschen bereits kartieren, um sie in der Welt zu untersuchen, Zukunft, da sie von einer Art Virus infiziert worden wären, der vom Geist des Antichristen geschaffen wurde. Aber das ist nichts weiter als eine große Verschwörungstheorie. Bei dieser Erkrankung handelt es sich eigentlich um eine seltene Erkrankung, die als Prosopometamorphopsie, PMO, bekannt ist und bei der Teile der Gesichter anderer Menschen in Form, Textur, Position oder Farbe verzerrt erscheinen. Brad Duchaine, Professor für Psychologie und Gehirnwissenschaften an einer Universität in New Hampshire in den Vereinigten Staaten, erklärt, dass es sich hierbei um ein psychisches Problem handelt, das Menschen betrifft, die ein Trauma oder eine Verletzung des Gehirns erlitten haben. Derzeit sind weltweit 81 Menschen mit dieser Krankheit registriert. Man geht jedoch davon aus, dass es weltweit mindestens mehr als 100 Menschen mit dem gleichen Problem gibt. Und diese Zahl könnte in den kommenden Jahren leider noch ansteigen. Ich persönlich bezweifle nicht, dass es sich hierbei um eine Krankheit handeln könnte, schließe aber auch die Möglichkeit nicht aus, dass es sich um eine dämonische Besessenheit handeln könnte, bei der der Teufel den Geist der Person besetzt und sie beginnt, böse Wesen oder sogar die spirituelle Welt zu sehen. Da diese Krankheit durch den Geist des Antichristen verursacht wurde, können wir diese Hypothese auch nicht einfach ablehnen. Denn die Bibel selbst sagt im 1. Johannesevangelium Kapitel 4, dass dieser Geist bereits durch die Welt wandert und sicherlich handelt gegen die Krankheit Gottes Schöpfung auf unterschiedliche Weise. Abschließend möchte ich sagen, dass wir uns nicht auf dieses vatikanische Dokument über Erscheinungen und andere Arten von Visionen einlassen sollten, da es sich um Visionen von Wesen handelt, die die katholische Kirche als Heilige behandelt, wie etwa die Mutter Jesu und wichtige Charaktere aus der Bibel. Es stellt sich heraus, dass die Bibel sehr eindeutig ist, wenn es um verstorbene Menschen geht. Egal wie nahe sie Christus standen, sie haben diese Welt bereits verlassen und sind nicht mehr in der Lage, vor irgendjemandem zu erscheinen, geschweige denn, ein Wunder zu vollbringen. Sie können auch nicht für uns eintreten, denn laut Bibel ist nur Jesus unser Mittler und Fürsprecher beim Vater. Jede Vision, die ein Mensch von diesen vermeintlichen Heiligen oder einem anderen Wesen hat, kann nur zwei Ursprünge haben. Unseren Geist, der in der Lage ist, Dinge zu erschaffen, die weit über unser Verständnis hinausgehen. Oder Satan, der ein gefallener Engel ist, der seitdem hier ist. Der Mensch existiert und er ist in der Lage, jede Art von Bild zu erschaffen, um die Menschen zu verwirren und sie von der Wahrheit des Evangeliums fernzuhalten. Deshalb möchte ich Ihnen einen Rat geben. Halten Sie an der einzigen Wahrheit fest, die wir haben, dass Jesus auf diese Welt kam, sein Leben für uns gab,
uns aus den Fängen der Sünde und der ewigen Verdammnis befreite, und eines Tages, wenn nicht mehr so lange während wir warten, wird er zurückkehren, um all dem Bösen und Schmerz, der heute existiert, ein Ende zu setzen und sein ewiges Königreich zu errichten. Wenn Ihnen diese Nachricht gefallen hat, teilen Sie sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Ich werde im nächsten Video auf dich warten. Möge Gott Sie mächtig segnen.